wir setzen jetzt fort in unserem Programm. Wir kommen jetzt zu dem spannenden Thema Industrie 4.0, wofür der Florian Mühle von der SQL Projekt AG einen Vortrag vorbereitet hat, der uns einen Einblick in ein Kundenprojekt geben wird. Und zwar habe ich einen Vortrag vorbereitet über die Anwendung von TransConnect im Industrie 4.0 Bereich. Und zwar haben wir da zusammen mit unserem Kunden ein Projekt realisiert. Wie das genau aussieht, werde ich erklären. Zunächst erstmal kurz zu mir. Ich bin seit mittlerweile 4 Jahren in der SQL und arbeite hauptsächlich in den Bereichen der Softwareentwicklung, .NET, Xamarin, Azure, also mehr eigentlich der klassische Softwareentwickler. Kurz zu unserem Kunden. Das ist die Mausberger und Fritsche GmbH mit Sitz in Nossen. Ist ein klassisches mittelständisches Unternehmen mit ca. 80 Mitarbeitern und hauptsächlich sind sie in den Bereichen mechanische Bearbeitung von Getriebeteilen und im Maschinen- und Anlagenbau tätig. Kennengelernt haben wir dieses Unternehmen letztes Jahr auf einer Messe. Da hatten wir einen Stand stehen und da ist der Chef zu uns gekommen mit den Worten mehr oder weniger genau so: Wir wollen digitalisieren und zwar alles. Können Sie uns helfen? Und da haben wir gesagt, ja, wir hören uns mal an, was Sie für Probleme haben und versuchen das zu analysieren und Schritt für Schritt abzuarbeiten. Gehe ich mal direkt weiter. Mit welcher Problemstellung haben wir angefangen? Die Firma Mafrino arbeitet in der Fertigung und demzufolge viel mit Werkzeugen. Dazu haben sie selber schon in Eigenentwicklung ein Werkzeugmanagement etabliert, allerdings als VBA-Applikation, also quasi mit Excel und einer Excel als anderen Excel-Datei als Datenbasis darunter. Das sieht dann im Endeffekt so aus: Sie haben einen zentralen Werkzeugschrank, das ist ein separater Raum in der Fertigungshalle, wo alle Werkzeuge gelagert sind. Und ein Terminal-PC steht, wo Werkzeuge entnommen werden können, zurückgegeben werden können, umgebucht werden können. Quasi die komplette Werkzeugverwaltung geschieht über die VBA-Applikation. Das bringt mehrere Probleme mit sich. Und zwar, Werkzeuge entnehmen kann ich nur, wenn ich am Terminal-PC bin und dort rankomme und dieses Werkzeug auswählen kann und rausnehmen kann, quasi die Buchung durchführen kann. Wenn ich nur einen Terminal-PC dastehen habe, kann nur ein Mitarbeiter gleichzeitig ein Werkzeug entnehmen. Ziel war da am Anfang erstmal, ich möchte nicht nur einen Terminal-PC dastehen haben, ich möchte 3 dastehen haben. Da haben wir das erste Problem mit der Excel-Datei als Datenbasis. Ich kann nicht von mehreren Applikationen gleichzeitig auf eine Excel-Datei zugreifen. Quasi die eine Anwendung sperrt ja die Datei für die andere. Dazu haben wir zunächst die VBA-Applikation nochmal im Bild. Also ich kann verschiedene Buchungen durchführen, ich kann mir Werkzeuge raussuchen, sehe dann, wo sie liegen. Ich kann Artikeldaten administrieren, also Stammdaten verwalten von den Werkzeugen und diverse andere Sachen auch machen. Und hier beispielsweise mal so eine Entnahmemaske, wenn ich ein Werkzeug ausgewählt habe, kann ich mir auswählen, wie viel möchte ich davon haben oder wie viel habe ich mir davon rausgenommen und kann die Buchung dort an der Stelle bestätigen. Wie haben wir uns das Ziel vorgestellt? Im ersten Schritt, schon vor diesem Projekt, jetzt war erstmal das Ziel, die Excel-Datenbasis abzulösen durch eine SQL-Datenbank. Das löst schon die ersten Probleme, dass das dann multi-user-fähig ist, quasi ich kann mehrere Terminal-PCs mit der gleichen Applikation hinstellen. Das war der erste Schritt. Und im nächsten Schritt kam die Idee, wir können ja auch eine mobile Applikation dafür entwickeln, auf einem Tablet. Das hat den Vorteil, der Werkzeugschrank steht in einem separaten Raum in der Werkhalle. Das erfordert lange Wege, quasi wenn jemand am anderen Ende der Werkhalle an seiner Maschine steht und ein Werkzeug braucht, muss er erst quer durch die Werkhalle zu dem Werkzeugschrank gehen und kann sich das Werkzeug dort abholen, wenn es dort überhaupt verfügbar ist. Es kann ja sein, es gibt es gar nicht mehr im Werkzeugschrank, sondern es liegt an einer anderen Maschine. Dann hat er den Weg umsonst gemacht und darf sich raussuchen, wo es überhaupt gerade ist. So,
Und diese App sollte allerdings nur Kernfunktionalitäten der VBA-Applikation darstellen. Also die ganze Artikeladministrationsschiene ist da dann nicht mit abgebildet. Wie haben wir das umgesetzt? Und zwar, wie ich bereits gerade erwähnt hatte, wir haben die Excel-Datenbasis bereits im Vorfeld durch eine SQL-Datenbank ersetzt, was die Bereitstellung auf mehreren PCs beinhaltete oder ermöglichte. Und im nächsten Schritt haben wir eine Android-App entwickelt mit Xamarin. Xamarin ist dabei ein Framework zur Cross-Platform-App-Entwicklung. Quasi, ich kann mit einer Programmiersprache, in dem Fall C-Sharp, für Android-Apps entwickeln. Ich könnte jetzt, ohne unnötig großen Aufwand zu treiben, die gleiche App auf iOS portieren oder auf Windows, auch auf Windows-Desktop-PCs. Und für die Verbindung zwischen der App und der bestehenden Datenbank, die auch die VBA-Applikation benutzt, wurde TransConnect verwendet. Das hat den Vorteil, dass mit Erstellung der Datenbanken sind Prozeduren entstanden, um verschiedene Buchungen zu speichern. So kann ich durch die App die gleichen Prozeduren verwenden, sowohl aus der App heraus als auch auf der VBA-Anwendung. Das hat den Vorteil, dass ich die Business-Logik nicht zweimal schreiben muss. Die Business-Logik steckt quasi jetzt in der Datenbank und ich spreche sie aus zwei verschiedenen Systemen an. Das sieht dann effektiv so aus. Also hier sieht man die wahrscheinlich bereits bekannte Busstruktur und TransConnect. Am Anfang war halt nur die VBA-Anwendung und danach die Datenbank da. Und wir haben halt einfach das TransConnect runtergesetzt und die App daneben. Was ist seitdem passiert? Die App wurde Anfang des Jahres angefangen zu entwickeln, konkret im März. Im April konnte bereits ein erster produktiver Stand bereitgestellt werden. Und jetzt möchte ich mal kurz vorstellen, wo wir da jetzt stehen. Quasi, ja, die App läuft produktiv mittlerweile, wurde zwischendurch um verschiedene weitere Module erweitert. Konkret heißt das, der Werkzeugschrank hat sich um ein paar Funktionen erweitert. Es ist noch eine Messmittelverwaltung mit dazugekommen. Die Messmittelverwaltung ist analog zur Werkzeugverwaltung. Quasi gleiches Prinzip, nur andere Daten. Und aktuell sind wir noch dabei, ein QM-System zu entwickeln. QM-System heißt, die Mafrino GmbH arbeitet in der Fertigung und in der Fertigung treten in der Regel Qualitätsabweichungen auf. Und die müssen erfasst werden. Zurzeit sieht das bei denen noch so aus, es gibt ein Formblatt, also mit Stift, Papier, und das muss ausgefüllt werden. Da gibt es verschiedene Durchschläge, die werden dann in die verschiedenen Abteilungen gegeben und dann wird die Abweichungsmeldung weiterverarbeitet. Ziel des Ganzen war hier, die bestehende App zu erweitern über einen Part, der die Qualitätsabweichungen erfassen kann. Dass die dann in eine Datenbank gespeichert werden und dann über eine Web-Applikation weiterverarbeitet werden können. Zusätzlich kann ich in der App nicht nur die Abweichungsmeldung erfassen, sondern die Abweichungsmeldung direkt um weitere Daten anreichern. Das heißt, ich kann das ERP-System anbinden. Was das konkret heißt, zeige ich dann im nächsten Schritt. Ich kann Fotos machen, die ich direkt an der Abweichungsmeldung speichern kann. Und am Ende kann ich auch noch Etiketten drucken. Quasi so kleine Klebeetiketten, die dann direkt auf das Werkstück draufgeklebt werden können, um das zu kennzeichnen. So sieht die App zurzeit aus. Das ist ein Auszug aus dem Werkzeugschrank. Hier kann man quasi vorgefiltert schon über Kategorien sich Werkzeuge suchen, landet dann auf so einer Maske, wo man dann alle verfügbaren Werkzeuge bzw. in dem Fall Messmittel sieht und kann sich dann eins entnehmen. Und ähnlich wie in der VBA-Anwendung bestätigt man die Buchung und kann sich es rausnehmen. Der letzte Screenshot ist dabei schon aus dem Qualitätssicherungsmodul, worauf ich jetzt gleich drauf zukomme. Jetzt gleich heißt auf dieser Folie, so sieht das zurzeit aus, die Busstruktur und TransConnect. Es sind viele Systeme dazugekommen. Am Anfang
hatten wir ja noch nur, sieht man nicht, die VBA-Anwendung und den Werkzeugschrank. Dazu gekommen sind im nächsten Schritt die App, die übers TransConnect an die gleiche Datenbank angebunden war wie die VBA-Anwendung. Ja, im nächsten Schritt ist die Messmittelverwaltung dazugekommen, quasi einfach eine neue Datenbank, die ans TransConnect mit angeschlossen wurde und fertig, das war's. Eine andere Verbindung, die hier realisiert wurde, die ganz interessant ist, ist die Verbindung zwischen der Werkzeugschrank-Datenbank und dem ERP-System. In der Werkzeugschrank-Datenbank speichere ich ja nicht nur die ganzen Buchungen, beziehungsweise neben den Buchungen verwalte ich ja da die Bestände. Wie viele Werkzeuge von welcher Sorte habe ich noch zur Verfügung? Und TransConnect hilft mir an der Stelle zu sagen, bei mir hat sich jetzt der Bestand um so und so viel verringert und TransConnect lädt die Daten heraus und schreibt sie automatisiert ins ERP-System. Das hat den Vorteil, dass der Einkauf sofort sehen kann, wenn Mängelbestände auftreten und nachbestellt werden muss. Ein anderer Fall in der Synchronisierung zwischen Werkzeugschrank-Datenbank und ERP-System sind die Artikelpreise. In der Werkzeugschrank-Datenbank werden für die VBA-Anwendung an einigen Stellen die Preise benötigt und damit die nicht händisch gepflegt werden müssen, können sie natürlich auch aus dem ERP-System geladen werden und in die Werkzeugschrank-Datenbank gespeichert werden. Nun möchte ich auf einen Fall im Qualitätssicherungsmodul, also einen Fall mal durchspielen und das mal veranschaulichen, wie das dort funktioniert, und zwar den Fall der Erfassung einer Abweichungsmeldung. Da spielen die fünf Systeme miteinander, also sprechen da miteinander, quasi das ERP-System, die App, die QM-Datenbank, ein Dateisystem und eine Druckapplikation. Und das gestaltet sich folgendermaßen. Das ist erstmal die Erfassungsmaske einer Abweichungsmeldung. Die Erfassungsmaske ist unterteilt in verschiedene Tabs, die wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Und dazu möchte ich erklären, was der Nutzer tun muss und was dann unter der Haube passiert. Im ersten Schritt möchte ich ein paar Stammdaten eingeben. Dazu ist links oben hervorgehoben die Fertigungsauftragsnummer. Die muss der Anwender eingeben. Wird die Fertigungsauftragsnummer eingegeben, werden automatisch aus dem ERP-System weitere Daten geladen. Die Artikelbezeichnung, die Artikelnummer, der Kundenname. Also quasi die komplette linke Spalte wird automatisiert aus dem ERP-System gefüllt. Im nächsten Schritt kann ich die Qualitätsabweichung, die aufgetreten ist, näher beschreiben. Also ein paar Bemerkungen dran speichern, Fehlerursachen auswählen, was effektiv halt falsch gelaufen ist an der Stelle. Im nächsten Schritt kann ich Fotos machen. Man drückt oben auf die Kamera, da geht in der App eine Kamera auf. Ich kann Fotos machen, kann sie mir ja nochmal anschauen, nochmal reinzoomen, ob alles wirklich drauf ist oder, falls ich die doch nicht benötige, wieder löschen. Und im letzten Schritt sehe ich auf der Überblickseite, die war auf der vorhergehenden Folie schon zu sehen, nochmal eine Zusammenfassung, ob ich alle Felder gefüllt habe oder. Ja, das Interessante hierbei ist das Etikettendrucken. Wenn ich den Schalter rechts oben einschalte, kann ich noch eine Anzahl auswählen, wie viele Etiketten möchte ich jetzt drucken. Und wenn ich auf Speichern drücke, wird das Ganze ans TransConnect weggeschickt. Wenn ich das Ganze ans TransConnect wegschicke, passieren mehrere Dinge. Zum einen werden erst die Daten von der App in die Datenbank geschoben, über das TransConnect. Das TransConnect meldet mir eine generierte Nummer zurück, das ist die Nummer der Abweichungsmeldung, die wird dann an die Druckapplikation gegeben. Die Druckapplikation holt sich wiederum ein paar Daten, die sie benötigt für den Druck, generiert einen Druckauftrag und schickt das an den definierten Drucker. Die Druckapplikation in dem Fall ist einfach eine Kommandozeilenapplikation, die auf dem TransConnect-Server läuft. Und die Bilder werden auf einem Dateisystem abgelegt. Ja. Ich glaube, ich war jetzt im Schnelldurchlauf erstmal durch. Hat jemand noch Fragen?
wenn jemand später sich die App mal anschauen möchte oder später noch Fragen auftauchen, ich bin ja auch noch den ganzen Tag da, dann kann er sich gerne an mich wenden. Ich habe noch eine Frage. Ja. Hat der TransConnect Aufgaben des reinen Mappings oder hat er auch Logik? Der TransConnect hat an der Stelle keine Logik. Ich habe die Logiken zum Speichern und also zum Speichern der Buchung und so, die liegen ja alle in den Datenbanken, in den Prozeduren. Und ich mache im TransConnect über eine HTTP-Schnittstelle nur die Prozeduren nach außen verfügbar. Das hat halt den Vorteil, dass ich die Logik nicht zweimal schreiben musste. Dankeschön. Frage war sehr speziell. Ich bin derselben Meinung wie Sie mit den Logiken und Prozeduren. Aber was hat Sie dazu bewogen, so zu entscheiden? Normalerweise lagert man den Prozess eben eher aus. Ich habe mich jetzt, also am Anfang stand ich vor der Wahl, ich brauche für die App ein Backend. Wie baue ich das? Ich kann in .NET eine Web-API bereitstellen, wo ich da die Logik in die Web-API lege. Andernfalls, also da hätte ich die Logik wieder doppelt schreiben müssen. An der einen Stelle und in Prozeduren lag die eh schon. Die Prozeduren sind im Vorfeld zu der App schon entstanden. Halt für die VBA-Anwendung. Ich rufe die Prozeduren aus der VBA-Anwendung auf, um ja, die Daten zu speichern. Da lag die Logik eh einmal da drin. TransConnect war an der Stelle eh vorhanden, zum Beispiel für die Datenintegration zwischen ERP-System und Werkzeugschrank. Also lag die Entscheidung nahe, das direkt auch mal darüber zu implementieren. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich dem Vortrag.